Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Zombie Simulator. Ja, in der letzten Folge, ihr wundert euch, warum habe ich wenig Geld, obwohl schon der vierte Teil ist. In der letzten Folge haben wir einmal rebirthed und kriegen jetzt mal zwei Gehirn. Was ist die Mehrzahl von Gehirn? Gehirne. Gehirne. Klingt irgendwie blöd. Hat Gehirn überhaupt eine Mehrzahl? Gehirne? Ich glaube einfach, die Mehrzahl klingt irgendwie total blöd. Naja, wir haben in der letzten Folge rebirthed und kriegen jetzt mal zwei Gehirn. Ich weiß, es klingt blöd, aber ne, ich kann dagegen nichts tun. Und kämpfen uns jetzt wieder quasi hoch. Wobei kämpfen sollte es eher nicht sein, weil wir sollten das jetzt easy peasy schaffen. Oh mein Gott! Alter. Ah ne, das gibt. Okay, gut. Ja, also wir kommen damit jetzt schon, ne, relativ weit. Warte, verkaufen. Wie viel kriege ich? 72. Ja moin. Ja moin, ja moin, ja moin, ja moin, ja moin, ja moin. So, und jetzt werden wir sogar zum Upgrade-Shop gebracht. Können jetzt hier alles kaufen. Ja gut, fast alles. Ach Mist, oh, ich sollte das TP'n vielleicht doch nicht verwenden, wobei so schlimm war es gar nicht. Ne, weil man muss dann immer erst rauslaufen und da muss man sich bewegen. Und bewegen ist anstrengend. Ja gut. Ist natürlich praktisch, wenn wir morgen Sport haben. Naja. Also von euch aus gesehen, habe ich schon hinter mir. Weil das Video kommt erst in... Pi mal Daumen 4 Tage. Ne? Okay, falls ihr euch wundern tut, das ist ein Klassenkamerad von mir. Tschüss. Okay. Achso, ich habe jetzt überlegt, vergessen, auf wie viel Geld wir jetzt gehen. Ja, 50.000 ist, denke ich mal, ne? 50.000 Dollar. Wobei, wir gehen auf 70.000 Dollar, dann können wir uns einen Tesla Cybertruck holen. In der dreimotorigen Ausführung. Ja, den gibt es ja einmal in einem Motor, dann mit zwei Motoren und dann mit drei Motoren. Wobei, ich glaube, der ist noch nicht mal auf dem Markt. Oder? Doch, in der USA ist er, glaube ich, aber in Deutschland nicht, weil da gibt es ein paar Probleme. Ist kompliziert zu erklären. Ich weiß schon, ich habe einen Klassenkamerad. Eventuell sieht er dieses Video. Falls ja, ich denke mal, du fühlst dich angesprochen. Falls du überhaupt noch da bist. Weil ich denke mal, er, also der Klassenkamerad mag Tesla jetzt. Sag mal nicht so wie ich. Mal guck mal, wir haben sogar mehr. Jetzt können wir uns. Na gut, ich sag mal so, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld. Jetzt können wir uns einen Tesla holen. Und Elchmarken, alles klar. Und dazu noch haben wir noch ein bisschen Stromgeld. Ist ja auch praktisch. So, dann gehen wir mal wieder rein. Dann gucken wir jetzt mal wieder. Achso, ich sollte mal gucken, wie viel es kostet. 72. Hä, warum immer noch 2? Ich hab den Magen geupgradet. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin so krumm. Ah, aber wir haben immer noch gut Geld getroffen, ne? Vor allen Dingen, ich hab's noch gelesen. Ich habe ja noch gelesen, Elchmarken. Und anstatt, dass mir da vielleicht auffällt, hey Marken, du wolltest doch eigentlich Gehirn. Nee. Kaufe ich das natürlich. Oh Leute, manchmal bin ich auch wirklich einfach nur ein Brot.
Ja, gut. Dann gehen wir jetzt auf 100.000. Und gucken dann. Wenn wir 100.000 haben, gehen wir nochmal zum Shop. Und dann holen wir uns Gehirn und nicht Marken. Gehirne. Als ob ist da oben auch noch Zelle? Ja, Tatsache, hier oben ist doch Zelle. Hey ho. So, wir haben schon fast, ja, wir haben ein bisschen mehr. Das entspricht 3 Tesla. Ja, ich weiß. Ist gut, ich sag jetzt, ne, nichts mehr. Können wir eigentlich mal hier alles kaufen? Alles kaufen? Okay, 67. Okay, wir machen jetzt ja 470. Ne? Hä? Ja, doch, vier, ja, 470. Oh. War hier gerade irgendwie ganz komisch. Ja, ist okay. Alles gut. Ich war hier gerade irgendwie bei 700 Gehirn. Das ist ein Träumchen. So, ich würde sagen, wir gehen auf 500.000. Also ist krass, ey. In 7, na gut, wobei wir hatten letzte Folge noch etwa 3 Minuten. In 10 Minuten bin ich fast schon, also bin ich eigentlich schon wieder auf den Stand von der letzten Folge. Das, was ich in 3 Folgen geschafft habe, schaffe ich innerhalb von einer halben. Das ist krass. Okay. Na gut, das ist ja deutlich krasser, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber naja. Gut, wir haben vergessen, ich denke mal, die Pets, die ich ja habe, die leisten ja doch schon einen Beitrag, ne, dazu. Und die Rechen, den ihr Einsatz wird ja dann glaube auch noch mal verdoppelt. Ne, dadurch kommt das dann zustande. Okay, wir können uns jetzt schon das nächste holen. Ja, wir haben bald schon wieder 1 Million, ne? Das ist einfach krass. In der letzten Folge, ne, also in der dritten Folge hatte ich erst, dann war die erste Million. Und jetzt habe ich schon innerhalb von einer halben. Okay, 400.000. Ah, Mist, das ist blöd. Ich renn immer zu weit rein. War 1.800. Alter, die 400.000, die haben wir ja easy zusammen. Wie kriegt man überhaupt Tote? Stimmt, war ich muss mich mal damit beschäftigen, dass wir vielleicht mal jemanden killen. Ich denk mal, wenn ich hier die Bosse da kille, dann kriege ich hier solche Totenköpfe. Dann kriege ich hier solche Totenköpfe. Und mit denen kann ich dran dann den Trank brauen, dass ich zum Beispiel doppelt Klick krieg. Ne? Also dass ich dann, wenn ich einmal, also das dann nochmal verdoppeln tue, was ich jetzt schon bekomme. Das ist dann natürlich krass, ne? Achso, ich wollte ja eigentlich, ja gut. Theoretisch gar nicht mal so verkehrt, ne, das jetzt schon zu machen. Okay. Ah, Mist. Gazelle. Gazelle. Auch. Gazelle. Auch. Okay.
Ich denke mal, wenn ich größer bin, kriege ich hier die Bosse da auch viel einfacher weg. Wobei das dort ist ein Boss, das dort sind Gegner. Ja, deswegen, da muss ich da mal gucken, dass ich die dann einfach wegboxen tue. Oder ich mache da mal Gegner, weil das Problem ist, die killen mich auch. Zurzeit killen die mich leider One-Hit. Aber ich glaube, wenn ich eine vernünftige Größe habe, kriegen die das auch nicht mehr so einfach hin. Ja. So, ja gut, ich bin jetzt auf den Stand von der letzten Folge. Es kommt in etwa hin. Aber in einer halben Folge auf den alten Stand, das nenne ich mal cool. So, ach Mist. Ah, erstaunlich, dass der Shop nicht. Hä? Warum ist der Shop nicht gekommen? Also ich will mich nicht beschweren. So ist das nicht. Aber ach, es wundert mich. Okay, wir füllen jetzt mal unseren Bauch komplett voll. Hallo? Er greift mich hier an. Man kriegt Schaden, wenn man im Wasser essen tut. Aber warum? So, wir schalten auf Angriff. Oh, ja, gut, hab schon eine gute Größe. Es hat sich nicht gelohnt. Lohnt sich irgendwie nicht so. Vielleicht, wenn ich hier den Boss da killen tue. Ich denke, also ich muss hier irgendwie diese Totenköpfe da kriegen. Das könnte ich mir vielleicht sogar eventuell erklären. Alter, der killt mich One-Hit. Ist ja, ja genau. Habe ich den überhaupt Schaden gemacht? Glaub er nicht. Naja, gut. Dann kümmern wir uns doch jetzt uns erstmal ums Geld verdienen. Ich denke mal, wenn wir dann richtig groß sind, kriegt man den Boss auch dann klein. Ich weiß nicht, hat man eine höhere Range? Also, wenn ich den dann angreifen tue. Kann durchaus sein. Oh mein Gott, da kommt auf jeden Fall noch gut was. Ah, wir haben erst wenig. So, aus dem Shop raus. Und dann das ist jetzt praktisch, ich kann hier schon anfangen mit dem Essen. Gut, ob sich das jetzt rein rechnerisch lohnt, ja, geht so. Aber na gut. Okay. Ja, zu dem mache ich irgendwie keinen Schaden. Aber er macht mir zumindest gut Schaden. Ich glaube wirklich, ich muss noch größer werden. Wenn ich groß bin, dann geht das Code Tofu. Alles klar. Verkaufen.
Ach so, wie viel braucht mich? Denk mal mit 1, mit 1,18 Millionen kommen wir schon weit. So. Okay, damit können wir das jetzt hier gut kaufen. Warte kurz. Kaufen. Okay, 1,6. Dann gehen wir jetzt auf 1,6 Millionen. Ne? Fernseher, cool. Bin halt immer noch am überlegen, wie ich das hinkriege, dass ich die da kill. Aber ich glaube wirklich, muss da deutlich größer werden. Die muss da bestimmt, ja, so groß wie die Palmen hier auf jeden Fall. Ne, wenn ich den Bauch voll habe. Ah, so groß wie die Palmen auf jeden Fall. Schätze ich mal. Ja, da haben wir ja noch gut was vor uns. Gut, und ob dann jetzt diese Tränke da noch überhaupt so viel Sinn machen, ist auch eine Frage. 1,6 waren es, ja. Ich glaube, ja. Ach, ich denke eher, die Tränke machen dann eh keinen Sinn mehr, weil ich dann so groß bin. Also, weil ich dann so viel Geld habe, dass. Vielleicht brauche ich dann sogar hier die ganzen. Vielleicht muss ich dann schon die ganzen Bäuche voll durchgekauft haben. Naja. So, der nächste 2, ,5. Der hat doch weniger gekostet. Also, der hat doch mehr gekostet. Der hat 2,6 gekostet. Hä? Mittleres Gazell. Bin gerade am überlegen. Ja, es waren 2,6. Ah, nee, es waren 2,56. Ich habe das aber aufgerundet. Ja, sowas, weil ich mir das sonst nicht merken könnte. Hier ist ein Blattwächter. Ja, genau, ja, so war's. Ich hatte das dann aufgerundet. Okay, dann holen wir uns jetzt dieses Gehirn noch. Und dann war's das auch schon mit diesem Video. So, wir haben jetzt gleich 2 Millionen. Also man merkt wirklich schon, wie ich hier hoch und runter gehe, ne? Ah, das ist schon cool. Okay, wir haben jetzt schon die 2 Millionen. 2,2, ne? Also gleich können wir das kaufen. Okay, wir können uns holen. So, damit würde ich auch schon sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat, also gleich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn euch dieser Kanal gefällt, und schreibt auch gerne Vorschläge für Videos in die Kommentare. Und wir kaufen jetzt dieses Gehirn. Bumm. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.